Aufruhr am Dienstagvormittag in Straubenhardt. Wegen einer möglichen Bedrohungslage in einer Wohnung war die Polizei in die Schwanner Ortsmitte ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamt Enzkreis und ein Integrationsbeauftragter zwei Kinder in Straubenhardt-Schwann in Obhut nehmen. Als diese vor Ort eintrafen in der betreffenden Wohnung, hat der Vater der beiden betreffenden Kindern die Wohnungstür geöffnet. Er wurde wohl sehr schnell aufbrausend und abschließend hat er dann auch die Anwesenden verbal bedroht. Aufgrund dessen haben sich die drei Personen dann entsprechend zurückgezogen und die Polizei verständigt. Es war dann letztendlich so, dass gegen 11 Uhr der 37-Jährige die Wohnung unmittelbar verlassen hat. Hierbei wurde er aufbrausend, zeigte dann ein Messer, wurde von unseren Kollegen sehr restriktiv angesprochen, hat dann unvermittelt auch das Messer abgelegt und konnte widerstandslos und unverletzt festgenommen werden. Eine mit dem Wohngebäude verbundene Kita wurde vorsorglich geräumt. Betroffen war ein knappes Dutzend an Kindern und Mitarbeitenden. Sie wurden übergangsweise in einer angrenzenden Turnhalle untergebracht. Konkrete Gefahr hat laut Polizei zu keinem Zeitpunkt bestanden. Verletzt wurde niemand. Die Kinder des 37-Jährigen wurden schließlich vom Jugendamt in Obhut genommen.